Attacke, willkommen zurück bei unserem neuen Podcast hier auf dem Extravaganz-Kanal, der Extravaganz-Talk. Heute im Stehen. Heute im Stehen. Mhm. Ja, dass wir uns nicht ganz so gehen lassen. Richtig. Und auch, wir haben heute tatsächlich schon genug gesessen. Ja. Einerseits im Büro und andererseits nämlich auch in der Kiste hier, in der Reisschüssel. Oder Reiskocher oder... Genau, aber ihr werdet es vorher schon dann erfahren haben, wie ich dazu stehe. Genau. Ja, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal bei YouTube rein in das Video. Dirk durfte zum ersten Mal Lancer Evolution 9 fahren. Ja. Mitfahren und fahren. Genau. Schaut mal rein, dann wisst ihr, wie Dirk jetzt zu den Reiskochern steht. es hat sich wieder viel getan. Ne? Ihr habt es gesehen, wir waren bei der Motorworld München, Alpine Deutschland hat uns eingeladen. Genau. Dass wir uns die neue Alpine, die bei Mercedes wäre es die Mopf-Version, das Facelift anschauen. Genau. Was ist dein Eindruck? Also am spektakulärsten ist das neben der 8 PS Leistungssteigerung von 292 PS auf 300 bei der S ist das Aero-Paket, was ja angekündigt wurde mit gut 5.000 Euro Aufpreis. Und ja, das ist im Verhältnis, das ist Geld, aber das ist gut angelegtes Geld. Ich muss auch echt sagen, es schaut heiß aus. Ja. Also ich finde es wirklich sexy. Definitiv. Also wir haben sie gesehen im Feuerorange gepaart mit dem, damit der Kontrast da ist. Aber ich glaube, komplett in Schwarz kommt das auch richtig gut. Und man muss auch sagen, wir waren total überrascht. Wir sind auf dem Heimweg. Wir waren mit dem Porsche Macan Turbo unterwegs. Genau, 2,9 Liter. Wie viel PS? 470, 520? 440, müsste 440 PS. Ja, genug. 4,5. Genug. Und wir haben gedacht, dass zumindest obenrum die Alpine mit ihrem 1,8 Liter Turbomotor dann das Gewicht, ich sag jetzt mal, nicht mehr ausspielen kann. Doch. Doch. Hat sie. Vielleicht liegt es auch einfach nur, weil wir zu dritt, es lag bestimmt daran, dass wir zu dritt im Porsche waren und zu viel extra Gewicht hatten. Genau, ne? Der Porsche hat 2 Tonnen, bringt er mit sich, plus uns drin. Ja, also. Also von daher hatte die Alpine eine Tonne. Na, halb so schwer. Halb so schwer. Halb so schwer. Wenn man uns Personen mit dazu rechnet, ja, klar, und dort war es nur eine Person drin. Und da waren wir wirklich. Das war mega. Also. Das war nochmal richtig so die Überzeugung, dass man mit Alpine vieles richtig macht. Ja, also wirklich. Also und wir konnten es irgendwie nicht filmen oder konnten wir es besser? Nee, das konnten wir leider nicht. Ich ja nicht, weil ich bin ja gefahren. Und, genau, er ist gefahren. Ich muss sagen, weil ich nicht fahren musste, habe ich mich halt mit Weißwein in der Motorworld vergnügt. Nee, aber geil. Und es kommt Flammen aus dem Auspuff. Ja, mega. Das war das Ding, das bei der Alpine. Also ich kenne sowas von Ferrari, Lamborghini und das ist ein ganz super Sportwagen, Hyper-Hyper-Sportwagen. Aber aus dem Vierzylinder da hinten, dass es da glüht und Flammen rauskommen, bei Vollgas, also Vollgas gefahren. Und das hat die nochmal wirklich überzeugt, dass das wirklich ein Modell ist oder eine Marke, die den Einstieg im Sportwagenbereich ganz klar ebnet. Also nach der Fahrt von München bis nach Delitzsch im Tiefflug mit zweimal Boxenstopp zum Tanken. Aber das war spektakulär. Ja, wirklich. Ja, und wir haben uns nicht nur Alpine angeschaut in der Motorworld. Nee, haben wir nicht. Wir sind ja mit dem Herrn Kutschern von Alpine Deutschland einmal zusammen durch die Motorworld, haben uns das so ein bisschen gezeigt, wie da so der Hase läuft, sage ich jetzt mal. Die verschiedenen Firmen, die dort vor Ort sind, mit ihren Fahrzeugen. Was war da für dich das Highlight? Also erstmal das Highlight als solches ist ja, dass man es in der Motorworld geschafft hat, so viel wie möglich Enthusiasmus, Sportfahrzeuge, historische Fahrzeuge, Youngtimer, Oldtimer, GDM, Deutsch, Europäisch, irgendwie alles dort zu vereinen. Und das war, glaube ich, erstmal dieses Überwältigen, dass du eigentlich alles dort irgendwie hast. Plus, und das war so mein Highlight dazu, dass man ja dort diese privaten Garagen hat. Hm? Dass du dort halt sagen kannst, ich miete mir dort eine. Und da standen halt natürlich auch ausreichend Schmuckstücke drin, die den Namen Motorworld und definitiv verdient haben. Das und
was wirklich auch cool ist, dass man das halt so eine Art Event-Location halt konzipiert hat, dass man dann dort halt auch die ganzen Meetingräume, ja, Schulungsräume und ja, so, das und die Aufmachung davon, genau, auch geil. Ja. Aber ich musste widersprechen bei einem Punkt. Du hast gesagt, alle möglichen Marken sind da. Stimmt, habe ich gelogen, ja. Denn wer hat gefehlt von den zwei mit Big Playern im Sportwagenbereich? Ferrari und auch Lamborghini. War nicht da, das hat aber strategische Gründe von den Händlern, die ja da eingemietet sind. Ne? Natürlich. In München gibt es einen Ferrari-Store, im ja, Lamborghini-Store. Aber, genau, aber das fällt ja natürlich auf, wenn man dort durchgeht, man sieht diese ganzen Fahrzeuge, ja, vereinzelt hat man dort mal was gesehen, genau, aber das war halt, ich sag jetzt mal... Also ich würde so argumentieren, wer jetzt nicht in diesem Bereich so das Händlernetz und so weiter in Deutschland kennt, der würde es dort wahrscheinlich erwarten. Wer es kennt, wusste, dass man Lamborghini-Fahrer dort nicht sieht, es sei denn, die stehen in der privaten Garage. Ja. Aber was für mich... Vor der Tür stand aber ein Ferrari und ein Lamborghini von dem Schmied, der Insta-Star schlechthin, das man alleine schon nur am Kennzeichen sieht, sowie an der bei dem Huracan STO die Auffälligkeit halt einfach. Ja, die Einzigartigkeit. Was für mich tatsächlich ein bisschen Highlight war, als wir bei McLaren oder wie unser Navigationssystem... MC Laren. Ja. Hintergrund dazu, wo wir in Hamburg bei McLaren waren. Wir geben das ins Navigationssystem ein und Navigation sagt, der Weg zu MC Laren. Deswegen? Das MC Laren ist das jetzt bei uns MC Laren. Und dort, also nicht nur die Fahrzeuge dort, sondern auch, das muss man ja sagen, also man kann ja von McLaren, ich sag jetzt mal, der Hype ist jetzt natürlich nichts im Vergleich zu Ferrari oder Lamborghini, genau, oder sonst was. Aber dieser Longtail oder Speedtail, das Design davon. Sitz in der Mitte, links und rechts, zwei kleine Sitze. Das Design davon, phänomenal daneben zu stehen. Der Senna. Bei dem Speedtail, sorry, auch die Farbgebung. Du stehst daneben, denkst, das ist schwarz, du gehst um die Ecke und denkst, oh, der ist ja grün. Ja, der Senna, der da stand. Senna. Dann noch das. Also, wo siehst du schon einen Senna stehen? Aber hast du es halt gesehen. Mein Cousin sagt immer zu mir, Quatsch, den Senna haben sie nie gebaut. Das gibt's nur, das ist nur auf Marketingfotos. Ich habe so ein Ding noch nie gesehen. Also es wurde gebaut. Es wurde und davor stand ein GTR. Ach genau, GTR. Also ich glaube, die zwei Autos hintereinander gefühlt 3 Millionen Euro wert. Und auch da war so eine Crew von McLaren, die dort das Auto vorbereitet hat und so weiter. Wirklich wie im Rennsport. Ja. Notebook dabei, bevor das Ding gestartet wird. Und so. Ja, das war beeindruckend zu sehen. Und doch der Sound, als es dann angemacht wurde. Da standen wir nicht daneben, aber wir haben es wirklich deutlich gehört. Die ganze Halle hat es gehört, ja. Das war ja. Das ist also, dann Motor World. Also das war so für mich, von den Fahrzeugen, die da standen. Ich sag mal, es waren viele coole Fahrzeuge da. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, viele von den coolen Fahrzeugen hat man auch irgendwie schon mal gesehen. Ja. Oder hat sie, ich sag jetzt mal, auch irgendwie auf dem Schirm. Ja. Wenn diesen Speedtail oder so, das hat man ja auch nicht richtig auf dem Schirm. Man steht da und denkt sich, krass, was ist denn das? Was ist denn das? Hat man schon vielleicht mal irgendwie bei YouTube und so weiter kurz gesehen, aber so richtig bewusst. Ja, also das. Bugatti Chiron Supersport, wo wir reingegangen sind, war noch nicht zugedeckt. Als wir dann in Runde gegangen sind, war er zugedeckt. Auch im Supersport sieht man nicht. Wobei ich... Und alleine der Diffusor hinten, gefühlt einen halben Meter über. Also genau, der länger geht als der Rest vom Auto. Aber ich muss sagen, vom Design her finde ich das ja... Ich weiß. Hat, glaube ich, mal... Das hat aber was auch mit der Antipathie, glaube ich, zu VW bei dir zu tun. Nee, das hat nichts. Also, so, nee, einfach ich Design. Das Design einfach das. Nee, also ich weiß nicht. Also, das ist Geschmackssache. Genau, zum Glück. Ja. Aber da ist, glaube ich, auch das Design zweitrangig bei Bugatti. Klar, das gehört dazu, die Einzigartigkeit und wie sich es halt darstellt. Aber der Rest halt ist. Ja. Also, mir geht es auch wirklich bei Bugatti. Ich meine wirklich nur das Design an sich. Also ich würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich jetzt nicht sagen, nee, das Auto ist hässlich, das will ich. Nee, also es ist wirklich so das äußere Design. Ich meine, ja, jetzt kommt wieder wahrscheinlich das Thema, wahrscheinlich muss das auch ein Stück weit so ausschauen wegen den ganzen... Mit Sicherheit gibt es da Aspekte. Ja. Was ich sonst auch noch interessant fand, dass bei BMW stand ein M1. Da stand auch irgendwie das... Cabrio vom Elvis Presley. Genau, was die wieder aufbereitet, neu lackiert wurde das und war, sowas. Das war so von der Historie interessant. War jetzt aber jetzt nicht meins, da bin ich auch ganz pragmatisch. Ja. Ja, und sonst halt, wie gesagt, die privaten Garagen waren schon sehr gut gefüllt.
die waren, da war Vielfalt. Ja. Ja. Der Cappuccino war gut, das Tiramisu war auch gut. Also rundum. Meine Fleischpflanzer waren auch gut, war die Pizza? Ja, die Pizza war auch sehr gut. Dafür, dass wir nicht in Italien waren, war die Pizza sehr gut. Ja, doch, wir waren ja fast in Italien. Ja, München ist die Hauptstadt von Norditalien. Hast du vollkommen recht. So sagt man. Nee, aber das war vollkommen okay. Das war ein gelungener Tag mit Ausblick, aber halt auch ein sehr wichtiger Termin für uns, um halt einfach da Präsenz zu zeigen und dass das Thema Alpin weiter für uns ja, unterstützend irgendwie zu realisieren und auch diese ganze Information aufzusaugen. Da muss man ja auch sagen, beim Thema Alpin, wir fahren ja nicht nur zum Spaß zur Mutter World. Wie gesagt, wir waren da eingeladen. Genau. Und haben natürlich dort auch so ein paar Sachen geklärt. Wir können noch nicht zu viel sagen und versprechen, nee. Außer es kommen spannende Zeiten. Es werden spannende Zeiten kommen, die wir alle zu meistern haben. Aber das Thema Alpin auch da. Ja, und wir haben es jetzt gerade schon gesagt, spannende Zeiten. Dirk, wie geht's dir gerade so im Bereich Consulting von Einkauf und Co.? Definitiv seit 2 Jahren schon mega Herausforderung. Man wird, oder zum Glück werden wir oft bestätigt, oder ich in unseren Mutmaßungen, wie man Dinge zu verändern hat oder anzugehen hat. Die spannenden Zeiten, dass Kunden, Freunde, Bekannte einfach das Problem haben, dass sie nicht wissen, wo sie Autos, Fahrzeuge herzubekommen haben. Dass der Markt aufgrund der Situation, die wir gerade erleben, sich möglicherweise bereinigt, eine Übersättigung reguliert oder halt einfach Lieferketten nicht mehr da sind. Das kann man sehen, wie man halt alles möchte. Das macht Spaß, ist aber auch sehr herausfordernd, dass wir uns daran gewöhnen müssen, mit dem umzugehen, was auf dem Markt ist. Dass wir nicht erstmal so machen können und uns irgendwas dazu bestellen können. Und also jeder Hersteller, also nicht jeder, Entschuldigung, also viele Hersteller mittlerweile, die nehmen eine Fahrzeugbestellung an, unabhängig der Marke, aber da steht teilweise ohne Liefertermin, teilweise ohne Preis. Was mich da richtig schockiert hat, jetzt gerade von dieser Woche, ganz aktuelle News, Renault nimmt keine Bestellungen mehr für Elektroautos an. Elektrohybrid, ja. Genau, Elektro und Hybrid. Und da muss man jetzt sagen, jetzt kommt das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, was den aktuellen Stand des Marktes betrifft. Renault bringt jetzt den Megane E-Tech raus. So, ich sag 100% jetzt mal so, Elektro muss man 100% ja. Elektro, das neue Elektro-Flaggschiff von Renault. Genau, du hast es richtig formuliert, so wird es ja auch gelebt. Das ist nicht einfach nur, wir bringen jetzt mal ein Elektroauto aus, das soll der ID3-Zerstörer sein. Genau, das wird intern bei Renault, wir haben da logischerweise auch Einblicke durchs Netzwerk, als Flaggschiff bezeichnet und du kannst es jetzt nicht bestellen. Ja, und da kommt jetzt im Mai raus? Im Mai soll dort die Präsentation, genau, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir präsentieren einen Megane E-Tech für den Kunden und sagen, hier, das ist jetzt das neue, willst du ein Elektroauto? Ja. Kannst dir, gefällt ein französischer Hersteller? Das ist der neue, aber du kannst nicht bestellen. Und du weißt nicht, welchem Jahr du kriegst. Also genau, und selbst noch kurz sagen, wann kann ich ihn wieder bestellen? Gute Frage, wir arbeiten. Ich rufe dich an, wenn ich es weiß. Ja, also man würde es wahrscheinlich so formulieren, liebe Händler, lieber Händlerverband, liebe Endkunden, wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Das sind Dinge, das ist die Expertise, die wir halt alle haben. Das ist definitiv kein gutes Zeichen. Vor geraumer Zeit, weiß nicht, 8 Wochen, 12 Wochen, Mercedes-Benz G-Klasse eingestellt. Eine G-Klasse hatte schon sonst 1,5, 2 Jahre Bestellzeit, Lieferzeit. Kunden haben bestellt, weil es ein Segment ist, was immer geht. Ja. Und dann, pam, Bestellstopp. Was wird da jetzt noch auf uns zugerollt kommen? Und mit Blick auf unseren auch Bekannten, Freundes- und Kundenkreis, die wir da unterstützen im Bereich Expertise im Gebrauchtwagen-Einkauf. Das wird immer spannender, weil wir halt tatsächlich auf dem Verkäufermarkt steuern und logischerweise auch der private Endkunde das realisiert. Spannend, ja. Herausfordernd, macht aber halt auch viel Spaß. Ja. Aber, und das muss man halt auch wissen, eine Entscheidung, die ich heute treffe, kann morgen die falsche sein und ich muss in der Lage sein, diese zu revidieren und zu erkennen. Einen Plan für ein Jahr zu erstellen. Und da finde ich, es gibt doch immer so ein Zitat, was ganz oft falsch genutzt wird. Was Franz Josef Strauß, der gesagt hat, oder was Adenauer, es ist, wie auch immer,
Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So, ganz viele nutzen ja dieses Zitat, genau, um so zu tun, ist mir doch egal, was ich gestern gesagt habe. Aber das komplette Zitat geht ja, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Mich nicht, hindert nichts daran, weiser zu werden. Genau. Und ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Nachsatz, dass wenn man sich halt vertan hat bei was, bei einer Entscheidung. Ja. Weil letztendlich, ich denke, da sind wir einer Meinung, keine Entscheidung zu treffen, ist noch schlechter, als definitiv die schlechte Entscheidung zu treffen. So schaut's aus. Vollkommen so, richtig. Und lieber treffe ich doch dann die schlechte Entscheidung, bevor ich gar keinen getroffen habe. Genau. Und merke dann vielleicht, das war eine schlechte Entscheidung, ja, dann machen wir es halt jetzt doch anders. Aber ich denke, das ist so wichtig und das merkt man ja auch, wenn wir Kunden betreuen, gerade wenn es dann um das Thema Unternehmensführung geht, mit den, ja, Mitarbeitern und sowas. Auch der Eindruck, dass der Geschäftsführer gegenüber den Mitarbeitern macht, wenn der Geschäftsführer sagt, wir gehen jetzt die Richtung und das passt, den sich selber den Fehler eingesteht und sagt, wir gehen jetzt doch in die Richtung, ist es tausendmal besser, als wenn er sagt, keine Ahnung, was soll ich denn machen, genau, nichts macht. Und das ist ja auch für die Angestellten dann ein psychischer Stress, weil die merken ja auch, der Markt verändert sich und überlegen, ja, sich dann, ja, wenn der Chef keine Ahnung hat, ja, muss ich mir schon nach einem neuen Job, genau, umgucken oder wie lange kann ich, richtig, noch hier sein? Na, ich führe es gerne halt so an, also das ist so ein Grad, so ein Credo von mir, das Problem ist nicht das Problem, sondern das Problem ist die Einstellung zum Problem. So, und das kannst du auf ganz viele Dinge adaptieren. Und ich glaube, es sind halt einfach Typen und Leader gefragt. Nicht, dass du strotzt vor Wissen, sondern, ja, das wird früher. Ja. Ja. Nicht, dass du strotzt vor Wissen, sondern du musst halt führen, kommunizieren können und so weiter. Und ja. Genau, deshalb gibt es ja keine Probleme. Es, nö, gibt Herausforderungen. Es gibt Herausforderungen, ja. Punkt. Und, ja, es ist wirklich. Aber das ist echt, der Markt ist sehr spannend und. Aber man merkt auch umso mehr, wie die Marktlage ist, was wir auch an Anfragen bekommen. Ja. Und ich meine, klar, ihr seht uns immer wieder mit solchen Fahrzeugen, ja, weil wir halt mit Alpine und sowas. Aber so, genauso, das zeigen wir bloß nicht, weil natürlich nicht jeder Kunde will hier irgendwie gefilmt werden. Das, ja, ist der eine Punkt. Ja, und auch der andere Punkt. Interessiert es denn euch, wie wir uns einen gebrauchten BMW, einen gebrauchten Dacia oder sonst was angucken? Denn auch dort sind wir unterwegs. Also wir helfen ja auch genauso im Gebrauchtwagen-Segment. Genau. Kunde kommt an und sagt, ach, liebe Extravaganz, ich habe ein Budget von X. Genau. So und so, das Auto will ich. Ich habe keine Ahnung. Ja. Alles ist gerade verrückt. Ein Neuwagen dauert 1000 Jahre, bis er, ja, kommt, wenn er überhaupt kommt. Ja. Was können wir denn da machen? Und auch dort sind wir unterwegs mit den Leuten. Schauen uns zusammen die Autos an. Ihr habt es gesehen, wo wir den Mercedes, genau, SL600, SL500. Die Kiste, 600, ja. Die das Kiste Fahrzeug da angeguckt hatten. Ja, und das ist so. Und auch da hatte man ja gemerkt, natürlich mit der Expertise können wir dann ja dementsprechend auch, ja, vor Ort uns den Gebrauchtwagen, richtig, angucken. Und wir haben ja, ich sag mal, nicht die komplette Trickkiste in dem Video rausgeholt. Da, nee, sind ja noch ein paar andere Sachen dabei, auf die man achten kann. Genau. Das Interessante ist selbst der, wo wir die Auktion, der Auktionator haben. Ja. Der Auktionator von diesem Mercedes, mit dem hatten wir noch gesprochen über ein paar Ecksachen, die er selber gar nicht wusste und nicht gesehen hat, ja, weil er halt einfach nicht aus der Automobilsegment, genau, kommt. Richtig. Wo wir gesagt haben, nur pass mal auf. Und das war wirklich auch für mich spannend. Dirk kommt an, geht einmal ums Auto rum und sagt, okay, an den beiden Punkten, alles klar, der hat einen Frontschaden. Messer, und wir haben es ja gesehen, hat den Frontschaden. Genau, und das habe ich, und bevor wir überhaupt losgelegt haben, habe ich schon zu Martin gesagt. Ja, einfach nur kurz rumgegangen. Mhm. Und ich, woher sollst du denn das wissen? Aber das sind halt so Punkte, und das merken wir in dieser schwierigen Situation immer mehr, ja, dass die Leute auch auf uns zukommen und sagen, hey, könnt ihr nicht mal mitkommen? Richtig. Oder, genau, ich habe hier ein Auto gefunden bei Mobile. Richtig. Können wir mal irgendwie. Genau, und das ist oft so, das kriegst du, mittlerweile kriege ich einfach mobile Inserate geschickt. Dirk, was denkst du darüber? Gibt's 3 Punkte? So Daumen hoch, Mittel oder nicht. Oder wenn du möchtest, unterstützen wir dich und wir gucken uns das aktiv halt an. Ja. Ja. Und auch da halt wie immer unser Slogan einfach machen, weil dabei haben wir halt auch Spaß. Und wie Martin schon gesagt hat, klar, wir sehen uns damit, weil es halt auch Spaß macht und weil es ein eigenständiger Markt ist und weil wir auch wie bei dem Thema Sachwerte sind. Das berührt uns halt auch. Aber auch das andere Geschäft freut uns halt umso mehr, wo wir halt wirklich Menschen unterstützen können, möglicherweise vor einer falschen Entscheidung zu bewahren. Oder sie zu unterstützen, die richtige zu finden. Also so einfach ist das. Ja. Sehr, sehr, sehr große Herausforderung.
Ja, und diese aktiv zu gestalten, proaktiv alles anzugehen und, wie du vorhin gesagt hast, dass man keine Entscheidung trifft. Überhaupt keine Entscheidung trifft, das ist der falsche Weg. Sondern dass man eine trifft, daraus schlussfolgert. Denn erfolgreiche Unternehmer und Menschen haben viele Fehler gemacht in ihrem Leben, bevor sie erfolgreich geworden sind. Ja, wie, ich habe zwei Firmen. Die eine war lehrreich, die andere war erfolgreich. So einfach ist das. Das gehört so, dazu. Ja, und wenn ich hatte auch meine allererste Firma, die habe ich nach 1,5 Jahren dicht gemacht, weil es hat einfach nicht funktioniert. Hm. Aber du hast das erkannt. Ach, genau. Das ist immer der wichtige Punkt. Das hat mir auch ein anderer Geschäftspartner gesagt. Der hat gesagt, wow, Respekt, dass du deine erste Firma so schnell wieder dicht machst, ganz pragmatisch, weil du merkst, das funktioniert nicht. Und jetzt was anderes machst, wo du für dich entdeckt hast, dass das funktioniert, das passt mehr zu dir. Weil er gesagt hat, er hat damals noch 3 Jahre lang seine Firma mitgeschleppt, obwohl es eigentlich nur Geld gekostet hat. Genau. Weil dieses Emotionale, meine erste Firma. Richtig. Und letztendlich die Gründung von der zweiten Firma, das Angehen, also Netzwerk, waren Teilen dann schon da von der ersten Firma. Mhm. Bloß wurde die Dienstleistung, die ich damals gemacht hatte, hat nicht gebraucht. Die ich jetzt gemacht hatte, wurde gebraucht. Genau. So, die Wege, was ich wie wo beim Finanzamt machen, das war schon alles klar. Ja. So, wie man bucht, muss sich dann auch nicht mehr ändern. Ja, so, genau. Und das sind halt so Sachen. Mhm. Und ich denke, das ist generell warum scheuen die Leute sich vor einer Entscheidung? Denn wir haben ja immer das Problem ich weiß nicht, ob es nur so in Deutschland ist, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, dieses, du machst einen Fehler und bist dann eine Doofe. Genau. Für immer. So sieht's aus. Also niemand das sagt, ist der erste Punkt oder es ist so bequem. Ja. Deswegen trifft keiner eine Entscheidung. Genau, das sind so diese zwei Dinge. Wo ich mich gegründet habe, natürlich, also auch aus der Familie, das funktioniert sowieso nicht und bla bla bla. Und das ist klar, wenn es nicht funktioniert, sagen alle, habe ich ja recht gehabt. Und wenn es doch funktioniert. Genau, und dabei sind die meisten, die ja das dann halt auch sagen, es funktioniert ja eh nicht. Gar nicht vom Fach. Null Expertise, nur weil sie irgendwo mal was gehört oder gelesen haben. Ja. Deswegen, das beste Investment nach wie vor, Bildung in sich selbst. Ja, haben schon Große gesagt, und da ist so viel Wahres dran. Ja. So einfach ist das. Auch da einfach machen. Ja, einfach machen. So sieht das aus. Aber nichtsdestotrotz soll man ja auch Spaß haben und auch daheim beim Konsolenspielen oder wie auch immer, also einfach bei der PlayStation 5 Gran Turismo zu spielen, wir können das ja sagen, ist nicht das Ding. Ist ein mega Spiel geworden. Also, und jetzt kommen wir schon, wir sind ganz viele denken gleich wieder, Gran Turismo, Forza, bla bla bla. Alles scheißegal. Ja, alle haben ihre Daseinsberechtigung. Der Markt hat immer recht. Deshalb gibt es die verschiedenen Marken, sonst wird es nur noch eine Marke geben. Und ja, ich meine, es gab jetzt auch viel Diskussion bei Gran Turismo 7. Fährst du mit Musik? Tatsächlich, ja. Ich kann mir vorstellen, also diese Musik von Gran Turismo 7 ist eine Katastrophe. Aber das war bei diesen Japano-Spielen schon immer so. Okay. Deshalb habe ich mich dran gewöhnt, an dieses komische Zeug. Wer fährt ein Auto mit Musik? Na gut, okay. Wenn ich mit dem einfachsten 69 PS Auto am Anfang durch die Gegend fahren muss, dann ist die Musik sehr, sehr gut. Gran Turismo 7 hat tatsächlich, also Gran Turismo, die Serie, hatte immer so ein bisschen schwache Motoren-Sounds. Mhm. Deshalb war es nicht schlimm, dass da Musik dabei war, weil die haben halt immer alle wie Staubsauger geklungen. Ja. Aber was ich sagen muss, wirklich diese Detailverliebtheit, also wirklich dieses Zelebrieren vom Automobil mit diesem Café, wo der dann, also ich finde es eigentlich schade sogar, dass in diesem Café, wenn man muss immer 3 Autos sammeln. Genau. Und dann erzählt er was zu den Autos. Und ich finde es echt schade, dass es so oberflächlich ist. Ja. Man kann zwar in die Bibliothek gehen und sich das dann genau angucken, aber da, wenn da, also das könnte noch mehr sein. Das sehe ich auch so. Also dieses Zurücklehnen und auf sich wirken lassen, wie du gerne sagst. Genau. Das finde ich ultra geil. Es ist wirklich so eine Hommage an das Automobil einfach. Ja. Ja. Und das hast du dir den Trailer, nicht den Trailer, das Intro angeguckt? Musstest du ja. Ach genau, beim ersten musstest du. Genau. Und diese Geschichte vom Automobil. In den Reifen, Michelin. Oh, Gänsehaut. Gänsehaut, geil. Ja. Mein Sohn stand da, was ist denn das? Ich sage, so sah früher das erste Auto aus. Ja? Nee, Papa. Doch. Ja, ich war damals auch noch nicht da, aber ich glaube, dass das so war. Und das ist der Wahnsinn. Und es gab ja viel Diskussion darüber, dass man so wenig Credits bekommt. Ja.
Und dass er dann die Kisten so. Musst du dir erfahren. Und so, und dann kostet halt der Ferrari Dino, kostet dann halt 20 Millionen Credits. Du musst erfahren. So. Das dauert eine ganze Weile. Aber einerseits muss ich sagen, natürlich ist es doof, dass du ewig sparen musst, um dir das Auto zu leisten. Dann wie ist es im wirklichen Leben. Aber andererseits muss ich sagen, finde ich das gar nicht so schlimm, weil erstens, ich sage es mal, die Autos, mit denen man eh die Rennen fährt. Ja. Also mit wie viel Autos, mit wie viel Rennen fahre ich denn dort mit zum alten Ferrari Dino? Ja. Also für mich ist eh eigentlich Gruppe 3, ich kann den ganzen Tag Gruppe 3 fahren, weil es einfach das Geilste für mich ist. Ja. Und ich hatte da als Beispiel, warum ich das nicht schlimm finde, das erste Gran Turismo. Mhm. Bei Gran Turismo war es ja schon immer so, dass manche Autos schweineteuer waren und du lange fahren musstest. Genau. Beim ersten Gran Turismo, waren, ich weiß nicht, die teuersten Autos, ob die 1 Million oder 10 Millionen Credits gekostet hatten. Nicht. Irgendwie sowas. Auf alle Fälle, mein Vater und ich, gleichen Spielstand, und wir haben beide mal auf dem gleichen Spielstand damals gefahren. Und gefahren und gefahren. Da hatten wir irgendwann genug Kohle, es waren, glaube ich, 3 Supersportwagen. Mhm. Und davon hatten wir genug Geld, um einen zu kaufen. Wir saßen eine halbe Stunde da und haben uns überlegt, oh, wow, welches von diesen Fahrzeugen holen wir uns jetzt? Und ich denke, das kann ich mir, ich denke, und das, ich habe es tatsächlich heute gelesen, das war auch eine Absicht von den Gran Turismo-Schöpfern, die wollten dieses Gefühl, wirklich diese Entscheidung, die Wertschätzung dieses seltenen Autos. Richtig. Wollten ein bisschen rüberbringen. Die haben zwar jetzt in Teilen zurückgerudert und in den späteren Teil, in der zweiten Hälfte der Karriere, gibt es jetzt deutlich mehr Kohle und sowas. Aber die Idee dahinter, ist ja wie das, was wir sagen, wo wir die Alpine vorgestellt haben. Was habe ich gesagt? Der Respekt fängt bei dem Einstieg vor dem Behandeln der Materialien an. Und so ist es doch. Das ist doch cool gemacht. Das erste, was ich gemacht habe bei Gran Turismo, habe geguckt, was brauche ich für einen Porsche 907 GT3 RS, wie viel Credits, und habe mir die erfahren. Dann wurde es irgendwie freigeschalten, da dieses Pavillon, wo man diese ganzen Labels hat. Und dann habe ich mir den dann halt gekauft. Ja, ich bin ja so einer, ich muss auch alles grundsätzlich auf Gold fahren. Ich habe dadurch, dass ich gerade aktuell noch mit dem Controller Genau. Also Fahrschule, alles auf Gold, die Missionen probiere ich alle auf Gold. Um dann alle Autos so kostenlos freizuspielen und die Kohle dann zu sammeln wenn ich jetzt wirklich... Da kriegst du auch so Einladungen, Angebote. Genau. Dass wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Einladung bekomme oder das Angebot von der Uralpin, weil ich die einfach geil finde, die klassische A110, dass ich mir die kaufen kann. Ja. Deshalb will ich das Geld so auf der Kante haben. Weißt du, von wem ich zuerst eine Einladung bekommen habe? Wen? Von Ferrari. Das ist ja witzig. Bei mir war es Bugatti. Okay. Und die zweite, die ich begonnen habe, waren Pagani. Und ich hatte mir überlegt, dachte ich, warum laden die mich jetzt zu Ferrari ein? Bist du nach Italien gefahren? Ich habe eine Einladung bekommen von euch. Vielleicht wissen die das, dass ich da eine Affinität dazu habe. Genau, Ferrari. Ne? Auf diese 3 Sondermodelle lief per gestern ab. Ich habe jetzt nicht jeden Abend Zeit zum Spielen. Ja, nee, deshalb, sie kosten ja auch Schweinegeld. Genau. Aber es kommt ja immer wieder. Ich werde nicht im Store was kaufen, irgendwelche Credits, weil da bin ich kein Opfer. Da bin ich Kapitalist. Es geht ja wirklich ums Erfahren und deine Belohnung neben Pokal. Und zum Beispiel, wenn du sauber fährst, kriegst du auch 50% mehr. Genau. Und das zum Beispiel motiviert mich auch im Offline-Rennen, wo ich nicht bestraft werde, wenn ich mal auf einer Straße runterkicke. Ja. Mich selber, ich habe eine Sportsmanship-Wertung hier im Multiplayer von S. Ich meine, jetzt fahrermäßig bin ich bei so Fahrerwertung zwischen B und C. Das ist bei Gran Turismo Sport. Ja. Also, hast du schon online gespielt? So Multiplayer? Noch nicht. Also, das ist so, du hast einmal deine Fahrerwertung, wie gut du fährst. Das habe ich mir durchgelesen. Und dann die Sportsmanship-Wertung, wie fair du fährst. Okay, fair, das habe ich gelesen. So, und auf S fährst du dann halt auch nur auf den anderen, die auf A und S unterwegs sind. Das heißt, du hast ja nicht so viele Idioten, die dir dann beim Bremsen hinten als Rambo raufballern und sowas. Und das macht die Lobby viel entspannter, weil es halt wirklich mehr Leute sind, die vernünftig fahren, wie es die Regeln sagen. Wie ist es denn im wirklichen Rennen? Fährst du in Realität auf, fährst du dein Auto kaputt, möglicherweise scheidest du aus. Genau, aber Schadensmittel gibt es ja bei Gran Turismo nicht, in dem Sinne. Ja. Zur Realität halt hin. Genau, deshalb da gibt es dann ja mit Sekundenstrafen, sonst war es noch nicht perfekt ausgereift immer. Ja. Aber Megaspiel. Diese Kindheit da noch, dieses... 3, 2, 1, diese Töne, die dort kommen. Richtig. Wie bei Gran Turismo 1 damals noch. Und meine Frau sagte,
Du weißt ganz genau, was du drücken musst. Ich sage, wenn du es einmal gespielt hast, permanent, das ist wie FIFA oder sowas, mit der PlayStation, dann weißt du das. Ja. Was ich sehr beeindruckend fand, wo du in der Superlizenz mit dem Formel-1-Auto fährst. Soweit bin ich noch nicht, weil ich habe alles auf Gold fahren Gold. Muss. Nee, ich brauche da. Na, und dieses 3-2-1, ja. Da ballert er die Kiste los und denkst, Alter. Da und muss ich sagen. Bremsen, Kurven, mega. Da muss ich sagen, ich habe ja, also wie gesagt, ich habe mir auch zu Hause auch ein Lenkrad, Dirk hat es auch schon bestellt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe sonst immer so Dirt Rally 2 spiele ich. Ich liebe Rally. Geil. Also bei Rally bin ich erstmal aktuell raus. Und dann bin ich von Rally umgestiegen auf, also erst war Gran Turismo Sport, dann eine ganze Rally-Geschichte. Und dann habe ich mir Formel 1 geholt. Mhm. Ey, das ist so brutal. Also erstmal, weil halt so eine Formel 1-Kiste natürlich ganz, ganz anders unterwegs ist. Ja. Dann ist auch mal wichtig, ich fahre halt immer auf authentisch. Mhm. Also wirklich diese ganzen Fahrhilfen und sowas raus, dass du es auf die brutale Art und Weise lernst. Und also diese krasse Beschleunigung und auch das krasse Bremsen, da muss man sich halt echt dran gewöhnen. Und das ist auch, ich merke das auch, wie anstrengend das ist, wenn man dann wirklich so ein Rennen fährt über 20 Runden oder sowas. Und immer am Anschlag, weil man die Schwierigkeit auch so einstellt, dass man sich wirklich konzentriert fahren muss, um Erster zu werden. Das habe ich mir so ein bisschen ausgependelt zu probieren. Und wie anstrengend das ist. Und dann die Vorstellung, dass Leute sowas machen, aber nicht 20 Runden, sondern 50 Runden fahren, bei 8G Fliehkräften oder sowas. Ja, die fahren ja im wirklichen Formel-1-Rennen immer ihre plus minus 310 Kilometer. Ja. Ja, wenn man das immer hochrechnet. Und wie du schon gesagt hast, bei den G-Kräften. Da musst du halt einfach fit sein. Hat der Hamilton nicht mal gesagt, dass er irgendwie 4 Kilo pro Rennen verliert oder sowas? Okay. Naja, also die Formel 1 heute für mich ist nicht mehr die, die es halt mal war. Und deswegen gucke ich da so selten. Ja. Plus dieses ganze hier, da, ein Abo, da, ein Abo. Ich gucke es mir tatsächlich auch nicht mehr an. Aber die bei TikTok. Ja. Viele Fahrer sind bei TikTok aktiv. Ja. Und da sehe ich immer wieder ein paar Sachen oder sowas. Ja. Aber das ist wirklich krass. Nee, alles gut. Mir fällt jetzt gerade ein, so ein Fahrer mal, dann müsste man mal live befragen dazu, wie das ist in so einem Auto. Pass mal auf. Und dann schlägt der volle Kanne auf den Hinterkopf und sagt, so fühlt es an, wenn du bremst. Ja. Ja. Aber wie gesagt, Gran Turismo, Megaspiel. Megaspiel. Auch diese Detailverliebtheit. Wenn du mit diesen klassischen Autos fährst, da gibt es, glaube ich, hier auch so eine Herausforderung in diesem Zelt oder so. Hm? Da fährst du mit einem Käfer, das ist mit so einem 1600er, gegen T1 musst du dann einholen alle. Fährst du so einen Berg hoch mit 26 PS gefühlt, dann bist du hoch, hast zu spät gelenkt, bist du raus. Denkst du, ja, tatsächlich, so ist das so gewesen. Und auch diese ganzen Schalter, die Weißt Armatur, du, was ich am schlimmsten finde? Also wirklich, das macht mir wirklich Spaß. Auch mit so alten Kisten mit wenig PS, wo du wirklich, du verschaltest dich einmal. Und du kannst nicht mehr Erster werden bei den Missionen. Na, ich fahre gerade Automatik. Nee, auf dem Controller fahre ich auch Automatik. Ja. Aber einfach nur, okay, du weißt, jetzt geht's einen Berg hoch und du weißt mit den 65 PS, alles klar, schalt wirklich spät oder bleib einfach noch in den niedrigen Gang, weil du kannst dich eh nicht mehr beschleunigen, wenn du den Berg hochfährst. Das war nämlich genau bei dieser T1 Summerbus-Mission. Aber was ich sagen muss, wer zur Hölle kam auf diese beschissene Idee, diese Driftrennen dort reinzubauen? Also auch, ich sag jetzt mal, dieser Rallye-Verschnitt, den sie dort noch eingebaut haben, um zu sagen, es gehört halt dazu. Ja, aber gerade wenn man Dirt Rallye spielt, die wirklich als Rallye-Simulation ausgelegt ist und dann das fühlt sich so schlecht an im Vergleich, so arkadisch, so wenig simulationsmäßig. Also bei den Rallye-Rennen habe ich auch gar kein Problem, weil wenn man die Rallye-Simulation gewohnt ist, dann ist also Erster. Okay. Deshalb, das macht mir dann nicht so Spaß und hat dieses Driftzeugs. Ja, und das hat mir tatsächlich die Mission, dass ich dort alles auf Gold schieße. Diese Driftrennen versauen mir das, weil ich Driften ist nichts für mich. Ich bin so ein Typ, bremsen, einlenken, raus, beschleunigen, grip. Das erinnert mich an einen, den wir kennengelernt haben beim East German Custom, der auch ganz klar gesagt hat, entweder man kann's oder man kann's nicht. Und genau das sind so Punkte, die man halt auch bei Gran Turismo hat. Entweder du kommst da hin und du kriegst es. Und das ist das Problem. Genau. Ich kann dort nicht, ich krieg das Auto nicht freigeschaltet, wenn ich dort nicht diese scheiß 7000 Punkte, ich bin froh, wenn ich da 2000 Punkte, weil ich denke, driften, das ist,
Das ist nicht schnell. Driften ist halt einfach nicht schwer. Sieht geil aus. Es schaut cool aus, aber ja, es ist halt so. Nicht schnell. Und kostet halt Zeit. So. Ja. Deswegen. Walter Röhrl, was hat Walter Röhrl gesagt? Wie viel hat er gedriftet? Nicht so viel. Ja. Weil er auch gesagt hat, nee, Ideallinie fahren, auch im Rallye-Sport, das ist es halt. Cooler Typ. Ja. Cooler Typ. Der hat irgendwie entdeckt und hat auch jetzt vor kurzem gesagt, dass diese ganze E-Formelei. Sagt cool. Er das nicht schon, seitdem es die Formel E gibt? Cool ist, aber wenn da im Hintergrund natürlich die Dieselaggregate stehen, um die Boxen zum Laufen zu halten, ist das natürlich auch alles nur geheuchelt, so sinngemäß. Und da würde ich jetzt sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube, Walter Röhrl ist bestimmt der Nemesis von Fridays for Future oder ja, sowas. Ja. Ein alter, weißer Mann, der Verbrennungsmotoren wirklich liebt. Aber er hat ja recht. Ja, also das, was er sagt, also... Er sagt ja nur, ich finde das scheiße. Nee. Er begründet das ja und das auch authentisch. Halt. Ja, wohl dem, dass wir das irgendwie noch lange leben können. Aber ich bin auch davon überzeugt, wenn wir bei der E-Mobilität sind, dass wir das noch bis Mitte der 20er spielen werden. Vielleicht erinnert sich dann einer dann in 4 Jahren oder 3 Jahren, was ich gesagt habe, und danach spielen wir was anderes. Also ich muss ja sagen, die E-Mobilität ist ja nicht per se schlecht. Nee. Also gerade... Sag jetzt mal eigenes Haus als Zweitwagen, genau. Über die Photovoltaik laden und sonst was. Das ist mein klassischer Beratungsansatz zu Freunden und Bekannten. Das ist ja perfekt. Da gibt's ja eigentlich nichts Besseres als die E-Mobilität. So sieht's aus. So. Aber das ist halt nicht. Also für hier rumzufahren, weil ja, genau. Als Unabhängiger reicht. Nee, das meine ich ja. Also so für als weißt, Danny, ja. Wo du weißt, du kommst zu Hause nach oder mal vielleicht einen kleinen Tagestrip oder sowas. Genau. Und du kommst abends wieder an und kannst bei dir aufladen per Photovoltaik. Genau. Top. Da gibt es nichts Kostengünstigeres, würde ich jetzt mal behaupten. Würde ich auch so sagen. Aber das ist halt der Punkt. Das ist halt nicht die Goldrandlösung. Die Lösung zum Schluss wird irgendein Mix sein von... Also jetzt stellen wir uns halt mal die Frage, lieber Kunde, Diesel oder Benziner? Die Frage in der Zukunft wird dann sein, lieber Kunde... Diesel oder Benziner oder Elektro oder Wasserstoff? Synthetisch oder... Genau, und dann die Frage, so, ja, okay, Diesel und Benzin wahrscheinlich sind eh nur synthetisch dann irgendwann. Aber dann halt auch die Frage, okay, was ist denn dein Fahrverhalten? Wie viel fährst du denn? Was für Strecken fährst du? Okay, bei dir ist es Wasserstoff. Sind wir bei dem Thema Beratung halt. Genau. Ich denke, dass... Das ist so viel Wissen, was da gerade auf uns alle zuholt. Ja, um das vernünftig wieder einzusetzen. Aber das ist die Herausforderung. Aber dazu müssen die Kisten erstmal kommen, alle. Sorry, wenn ich manchmal Kisten sage, aber die Fahrzeuge müssen halt erstmal kommen. Ja. Dirk, kann ich mir einen Megane E-Tech bestellen? Nee. Ich dachte mir gerade schon, muss ich jetzt an der Stelle ein Meme einbauen, aber... Der Punkt ist ja... Das ist eigentlich schon perfekt für ein neues Meme. Nee. Der Punkt ist echt, und das... Wir lieben die Automobilbranche. Deswegen tun wir das, was wir hier tun. Aber das macht mir Sorge. Dass du ein Produkt auf den Markt wirfst und sagst, hier, unser neuer Flaggschiff. Aber wir können es nicht kaufen. Du kannst es nicht verkaufen. Was machen wir mit all den Verkäufern draußen in den Autohäusern, die, das ist schon wieder fast Consulting und so weiter, aber das ist nicht schlimm, die das Bindeglied zwischen dem Autohaus, der Marke sind, und dem Kunden, die nicht in der Lage sind, ihre Bestellung einzugeben im System. Ich kenne gute Verkäufer. Da reden wir nicht über 10, 20 Bestellungen im Monat, sondern am Tag, die seit Dezember nichts einpflegen können bei ihren Herstellern. Ja. Die stehen da und sagen, Dirk, das ist alles beschissen. Ich werde mir einen neuen Job suchen. Klar, gerade wenn du dann noch auf Provision arbeitest oder sonst was. Die in der Regel dann erst fließt, wenn das Auto ausgeliefert wird. Sorge. E-Mobilität wird dem Kfz-Service, sagen wir es mal so, Probleme bereiten, weil die Autos inspektionsarmer sind, was quasi die Arbeiten daran. Ja. Es wird eines Tages vielleicht so weit kommen, ich stelle mal so eine These auf. Wenn im Inspektionsplan eines Herstellers steht, dass der Mechaniker, der Mechatroniker oder der E-Beauftragte alle 4 Ventilkappen zu prüfen hat am Fahrzeug, spätestens dann sollten wir uns Sorgen machen. Sag mal, der E-Beauftragte,
Ist das in der Firma gleichzeitig der Brandschutzbeauftragte? Der ist gut. Der ist gut. Nee, also die Mitarbeiter werden ja ganz normal nur geschult auf E-Mobilität und da ein Helm und hier das und hier absperren und Ich weiß gar nicht, wie oft man das tatsächlich sieht in der Werkstatt, ob das so gelebt wird bei den Kunden, die wir so haben. Habt ihr schon den Löschtank dastehen? Nee, du brauchst ja auch das ehrenamtlich leitig. Eine Feuerwehr, wenn ein E-Fahrzeug brennt, dann alarmierst du einen Abrollbehälter Wasser nach. Das meine ich, das ist doch das Ding. Meinte ich auch keinen Spaß. Das war ja mein Ernst. Ein Abrollbehälter Wasser. Du tauchst das Auto da rein, lässt es zwei Wochen drin stehen. Die Frage der Nachhaltigkeit wollte ich jetzt darüber nicht stellen. Hat darüber einer nachgedacht? Ich weiß es nicht. Gab es hier in der Gegend Street-Scooter oder sowas gebrannt? Der Kamerad stand drin und seine Stiefel haben sich aufgelöst ein Stück weit, weil das, was dort mit der Batterie sich vermengt hat und irgendeine chemische Reaktion irgendwie dann in eine chemische Reaktion... Das soll ich da auch nicht reinstellen. Nein, in dem Schaum, du stehst ja auch im Arsch dran. Ach so, im Schaum, okay. Beim Löschen, ja. Ich wollte schon sagen, das klang so, der Street-Scooter hat gebrannt und der stand da drin. Ach so. So in dem brennenden Scooter so. Nee, Entschuldigung. Da gibt mir jemanden einmal Sand her. Ja, also es ist ja so, viele Feuerwehr sind immer ganz hektisch, das Auto brennt, Alter, rüstet dich langsam aus. Das Ding ist durch. Das ist das ist total schaden. Solange wie keine Personen da drin sind, die noch gerettet werden müssen oder sonst was. Genau. Also alle Personen, die man wirklich zum Großteil diese Katastrophen halt hat, die kommen alle vorher raus. Das heißt, du kannst eine ganz entspannte Kiste löschen. Witzige Geschichte. Bekannter von mir, Ingenieur bei einem großen deutschen Autohersteller. Mhm. Als damals das Thema E-Mobilität angefangen hat, hat dieser Autohersteller dann unter den Testfahrern gefragt, liebe Testfahrer, neue Antriebstechnik, Elektro, wer von euch hat Bock, das auszuprobieren? Alle sind gegangen. Nee, natürlich gab es noch Leute, die gesagt haben, cool, weil also diese Testfahrten waren dann ja auch teilweise sowas wie, wir fahren jetzt... Durchs Dorf, weil die Reichweite war ja noch nicht, oder? Also zuvor, was die mit den Verbrennern gemacht haben, das ging teilweise dann von Deutschland bis nach London. Okay. Dann dort... 5-Sterne-Hotel, Autos aufgeladen und zurück und die mit dem Flieger zurück. Mhm. Mit Überstunden und sonst was. Also es war wirklich sehr lukrativ, für Testfahrer zu sein. Und dann hieß es, wieder neue Antriebstechnik, Testfahrer, klar, gerne. Haben sich einige gemeldet. Dann hat er gesagt, da gab es erstmal die Sicherheitseinweisung. Mhm. Okay, Elektro. Die Chemie in der Batterie hat, macht mich nicht drauf fest. Raus. Er hatte irgendwas gesagt, dass, wie die damals gearbeitet haben in den Prototypen, eine Sprengkraft von 100 Kilo TNT. Mhm. Deshalb, wenn irgendwas anfängt zu rauchen, wenn plötzlich Leistungsverlust ist oder irgendwas, was nicht so wie es normal sein sollte, sofort Auto abstellen, aussteigen und weg. Das war die Sicherheitseinweisung. Und von den Leuten, die da waren, haben dann mehrere gesagt, ja, wisst ihr was, so wichtig ist mir das dann hier doch nicht. Das war mal ein Sicherheitsbeauftragter, der voller Inbrunst das dem Fahrer halt ausgeredet hat. Oder halt einfach nur ehrlich war. Ja, ich sage mal, bei Prototypfahrzeugen und so einer Antriebstechnik, wo du weißt, mit Elektro, das kann anfangen zu brennen, da musst du natürlich... Ja, wenn da 400 Volt, 800 Volt teilweise je nach Fahrzeugmodell an... Das war ja tatsächlich eine der größten Sorgen damals von Elon Musk mit seinem Tesla, seinem Tesla Roadster, weil das Ding haben wir gerade damals sowieso die Reichen und Schönen viele bestellt. Und die hatten ja in der Anfangsphase immer wieder das Problem, dass so eine Kiste mal abgebrannt ist. Und die größte Angst, die sie hatten, wenn die Dinger jetzt final fertig sind und ausgeliefert werden. Und er wusste, jetzt fährt dort Jay-Z oder sowas mit dem Ding rum. Die Kiste fängt an zu brennen und Jay-Z stirbt über dem Brand. Dann stirbt Tesla. Ja, kann er den Laden direkt zumachen. Dann würde ich auch lieber die Stoßstange nehmen, die halt abfällt oder sowas, wo ich einen Kabelbinder nur benutzen muss. Aber alles gut. Nee, das ist so. Darum muss man sich echt Gedanken machen. Aber es muss halt natürlich auch immer ein Vorreiter geben. Ja, na, absolut. Sonst gibt es keine Veränderung. Genau. So einfach ist das halt auch. Ne? Ja, wir haben jetzt viel gequatscht. Genau, wir müssen ganz kurz noch was dazu sagen. Was wir vergessen haben oder avisiert haben, das holen wir auch nach, dass wir hier dann auch mal solche praktischen Tests machen mit diversen Fahrzeugen. Genau. Hatten wir uns das letzte Mal angekündigt. Wir hatten es tatsächlich auch geplant für den heutigen Tag. Leider standen die Fahrzeuge dann nicht mehr zur Verfügung. Weil Kundenmobilität halt im Vordergrund steht. Genau. Deswegen sind wir hier heute dann auch so. Ja, also tatsächlich, wir haben da wieder ein paar spannende Sachen organisiert. Also, wir werden auf alle Fälle die nächsten Wochen Spaß haben. Definitiv.
Der Mai rückt auch näher ran, DTM. Ja, und das Wetter wird schöner. Wir können draußen wieder mehr machen, müssen nicht Angst haben, Konservierung der Autos und so weiter. Und genau, ich habe gesagt, wir haben jetzt viel gequatscht. Ja. Was mich, beziehungsweise uns hat aber interessiert, so einmal einerseits, so, wo waren wir jetzt eigentlich? Wo waren wir jetzt? Was interessiert uns? Motorworld München. Wer von euch war schon da oder auch in einer anderen Motorworld? Was waren dort eure Fazit? So, was waren eure Highlights davon? Schreibt uns das. Und Team Gran Turismo oder Team Forza? Genau. Aber das überlasse ich ganz Martin, das Thema. Ja. Ja. Also ich bin Team Gran Turismo. Ja, ich auch. Ja. Aber das liegt halt an der Historie, weil ich zuerst gefahren bin. Und auch dort, Dirk hat sich jetzt auch sein Playseat und sein Lenkrad bestellt und wie er auch mit Lenkrad ausgestattet ist, werden wir dann auch mal virtuell gegeneinander antreten. Werden wir. Fair. Also ich glaube, ich fahre im wirklichen Leben besser Auto als auf der Konsole. Wenn ich jetzt sage, bei mir ist es andersrum, würde das so klingen, als ob ich scheiße Auto fahre. In der Regel fahre ich ja, wenn wir fahren. Ja, ja, genau. Aber alles Gutes. Nee, lass uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Ja, wir haben jetzt 130 Abonnenten. Ja, ich glaube. Bei YouTube? Ja. Bei YouTube? Also es wird langsamer, aber stetig mehr. Kontinuierlich. Genau, und wir machen halt da einfach weiter. Gepaart mit dem, dass wir immer alle Spaß haben, frohen Mutes sind und einfach weitermachen. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch auch die anderen Videos an, die hier zu sehen sind. Und ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Kanal abonnieren. Von daher, einfach Spaß haben. Bis zum nächsten Mal. Einfach Spaß haben. Genau. Bis dann.